Das ist ein Traum. Wir ziehen weiter. Sie kommt. Den habe ich gar nicht gesehen. Da war jemand auf. Bester Samurai aller Zeiten hier. Da war nur Spitz wohl. Alter, hier ist es so wild. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Komm ich hier weiter? Da, ne? Hallo? Da war doch gerade was. Von hier? Von der Seite vielleicht? Nein, auch nicht. Hä? Man konnte sich doch da dranhängen. Ja, was soll ich sagen? Ging nicht. Alter, der chillt einfach auf dem Nachbarboot. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Ich versuche jetzt nochmal die Leiter hoch und dann. Und dann hier drüber zu springen. Ich hoffe, dass. Ja, diesmal geht's, okay. Okay, wirklich. Stealthen kann man hier nicht, ne? Er ist ja tot. Was war das denn? Oh! Hä, wer macht das? Wer macht diese Geräusche? Ich bin etwas verwirrt hier in dieser Mission. Ob das alles so richtig läuft? Keine Ahnung. Aber... ich glaube, wir kommen trotzdem voran. Wir müssen... ja, wo müssen wir eigentlich hin? Also irgendwo müssen wir hier suchen. Da hinten ist auf jeden Fall noch jemand. Gute Arbeit. Danke. Ist hier noch jemand? Das war der Einzige auf dem Boot. Das war wohl der Einzige auf dem Boot. Jetzt wird's aber langsam. Waren wir da hinten schon? Da hinten waren wir wohl noch nicht. Mann. Doch, hier waren wir schon. Hier auch? Finde Katzes Schiff. Ja, aber hä? Ich war da jetzt schon auf jedem. Wahrscheinlich war ich genau auf dem noch nicht, wo genau er chillt. Oh, guck mal hier. Nehmen wir das mal mit. Oh, wie wär's mit diesem riesigen Schiff da hinten? Vielleicht ist das ja das Richtige. Das kommt etwas überraschend. Aber lass es uns doch einfach mit den Fäusten regeln. Mit den Fäusten? Was? Das ist eigentlich gar nicht mal so schlechte Idee. Hm.
Sehr stark. Ist der stark. Okay. Aber ich will ihn tatsächlich versuchen. Geht das eigentlich so auch? Habe ich jetzt Flammenfäuste? Langsam wird's knapp. Habe ich dich. Das ist nicht gut. Aber ein bisschen braucht man. Hey, willst du mich denn wirklich töten? Oh, okay. Mit bloßen Händen am Ende. Siegt? Vielleicht aber auch nicht. Krasser Kämpfer auf jeden Fall. Da wäre fast dein Hut weggeflogen. Oh oh. Ich nehme an, ihr beide habt euch mit diesen Verbrechern eingelassen, die dem Shogunat den Krieg erklären wollen. Kämpfen ist doch langweilig. Jemand sollte den Armeen das Schießpulver stehlen. Und dann könnten wir ein großartiges Feuerwerk veranstalten. Mhm. Die Sichtweise gefällt mir schon ganz gut. Er hat wohl auch keinen Bock zu kämpfen. Die Rebellen sind zu weit gegangen. Doch den Krieg wollen sie zurecht. Das Shogunat hat Meister Shuin getötet. Und deshalb wollt ihr den Shogun stürzen? Na gut. Und dann? Du denkst doch nicht etwa, du könntest die schwarzen Schiffe mit diesem Schwert versenken. Wenn du eine bessere Idee hast, dann nur raus damit. Los! Ich höre! Vielleicht hat er eine bessere Idee. Die habe ich in der Tat. Oh. Japan braucht eine eigene Marine. Hätten wir schwarze Schiffe, würden die Ausländer sich zweimal überlegen, ob sie in unser Gebiet segeln. Hab ich recht. Was das Shogunat angeht, habt ihr schon recht, es ist eine lahme Ente. Von innen betrachtet kann man das leider nicht anders sagen. Es wäre doch wirksamer, seinen Zustand zu verbessern, statt seine Zeit damit zu verschwenden, es zu stürzen. Was denkt ihr? Wollt ihr beide mir dabei helfen? Ist das die dritte Option, die ich gesucht habe? Mord. Brandstiftung. Ist es das, was Shoin wollte? Oh, wir machen direkt mit. Wir konnten nicht entscheiden. Das ist also Part der Story, oder was? Gestatten Kaishu Katsu. Interessant. Da ist er. Ist jetzt ein Freund von uns. Also ich, wie gesagt, ich finde ja nicht schlecht, was wir machen. Das Shogunat
ist nicht gut. Aber alle umzubringen, ist vielleicht auch nicht gerade die beste Wahl. Erhaltene Geste anstoßen. Fächer schwenken haben wir auch bekommen. Klasse, was auch immer ich damit machen kann. Karate-Stoß. Und wieder steht Ryoma in der Nähe von unserem langen Hans. Moment, ich muss mal ganz kurz hier streicheln. Und jedes Mal streicheln kostet 10.000. Das ist echt teuer. Okay, cool. Ja, haben wir auch. Was sagst du, mein Freund? Ich glaube, wir haben das Gute getan, was Richtiges. Ein Brief von Katsu ist eingetroffen. Er sagt, er braucht unsere Hilfe. Seit dieser Nacht konnte ich vor Tatendrang kaum schlafen. Aber verraten wir da nicht unsere Leute? Ich will unsere Nation verändern. Aber auf einem besseren Weg. Sehe ich genauso. Ich suche vor allem den Samurai mit der Dämonenklaue. Also willst du Kusaka verraten? Du hast recht, helfen wir Katze. Ja, es ist halt so. Aber ich frage erstmal hier. Ich zieh dich nur ungern in all das hinein. Wirklich. Aber ich glaube, Katsu könnte auch dir weiterhelfen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, ich will das gar nicht fragen. Ich meine, verraten wir ihn damit? Ja, er hat recht. Ich wusste, du siehst das auch so. Die Wahrheit ist, ich kann Gensuis Methoden nicht mehr gutheißen. Nee. Katsu feilt an seiner eigenen Vision von der Zukunft dieses Landes. Weißt du noch, was er auf dem Boot sagte? Das Schicksal hat uns hierher gebracht, auch wenn wir uns gerade etwas verloren fühlen. Wir sollten abwarten, wie weit wir Katsu begleiten können. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Das bedeutet aber nicht, dass wir Gensui den Rücken kehren. Wir bleiben ihm und den anderen treu, auch wenn wir mit Katsu arbeiten. Okay. Wir sollten uns auf den Weg zu Katsu in Akasaka machen. Er erwartet uns dort schon. Aber wie erklären wir, dass wir ihn nicht umgebracht haben? Ich meine, das war unsere Aufgabe. Begib dich zum Herrenhaus, um mit Katsu zu sprechen. Okay. Was haben wir jetzt hier bekommen? Irgendwas war hier. Oh, wir haben jetzt hier die Sachen bekommen. Ja, die waren vorher nicht zu sehen. Ja, alles klar, verstehe. Weil wir hier eine Aufgabe gemeistert haben. Finde ich gut. Aber wo ist unsere nächste Aufgabe? Unsere nächste Aufgabe, das Herrenhaus, ist ziemlich nah. Beamter. Ich muss zum Beamten. Zum Schmied sollten wir auf jeden Fall gehen, weißt du was? Hier haben wir 75% Sammelrate. Wir finden wahrscheinlich den Rest, wenn wir hier die Aufgabe lösen, ne? Sollten wir vielleicht tun. Das sollten wir vielleicht tun. Ich schaue erstmal, was wir für Zeugs haben. Ja, also erstmal unsere Doppelklingen natürlich wieder ausrüsten. Mikumo Mitsutada, eine Waffe mit Namen. Boah. Ein Katana. Es ist aber kein Schwertpaar. Ich mag das Schwertpaar halt. Das ist ein Katana, das über 300 Schaden macht. Alter. Fuck. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe gerade auf das, was wir halt momentan haben. Moment mal, wo ist denn unseres? Das ist unseres? Was ist das hier? Langschwert des Meisters? Wo war das denn her? Wo kommt das denn plötzlich her? Ja, geil. Eine gute neue Waffe bekommen. Interesting. Einen Bogen haben wir nicht bekommen. Pistole haben wir. Kommt fast an das Gewehr dran. Das ist knappe Story. Oha. Yasukes Helm. Boah, Alter, ich leg das so ungern ab. Aber der Helm ist natürlich auch mega krass. Was ändert sich denn da,
Wenn ich das anlege, ändert sich unser Inventar. Warum? Die Reihenfolge ändert sich. Verstehe ich nicht. Alter, diese Maske. Jaskes Rüstung. Wow. What? Die Handschuhe auch. Und lass mich raten. Die Knieschützer. Wir haben ein komplettes Set bekommen, Freunde. Das auch noch krass stark ist. Wir sehen absolut bombastisch aus. Junge. Also wenn wir jetzt nicht aussehen wie ein krasser Samurai, wie ein Ronin. Mit dem neuen Schwert. Ja, eigentlich so. So passt besser mit dem Doppel, mit dem Schwertpaar. Ich bin begeistert. Ich bin hart begeistert. Mein Freund. Willkommen. Ein Segen, dich zum Kunden zu haben. Danke, gleichfalls. Alles auswählen. Ciao. Brauche ja alles nicht. Okay. Bis später und pass auf. Ja, danke. Mit der Rüstung, glaube ich, kann nichts schief gehen. So, bei dem waren wir. Hier haben wir 100%. Weißt du was? Wir reisen an den Ort. Und machen direkt... Ich habe irgendwie Bock aktuell auf Hauptstory. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht warum. Aber das ist ja noch nicht Endgame hier. Wenn ich merke, es ist Endgame, mache ich natürlich die anderen Sachen. Alles noch kein Endgame. Hey! Hey, was geht denn? Ich komme sofort zu dir. Was ist hier? Der Beamte. Oh. Ja, mir geht's super. Hast du Flüchtige gefasst? Ein paar? Was haben wir hier? Nichts. Alles Schrott. Weißes Gefäß. Ja, klasse. Heilelixier. Traktat über Stärke. Sowas würde ich gerne nehmen, tatsächlich. Ja, danke. Interessiert dich sonst noch etwas? Ein Achobori-Schlagstock? Ist aber keine Waffe, ne? Ist keine Waffe. Traktat über Stärke. Interessiert dich sonst noch etwas? Über Stärke. Ja, sonst interessieren mich Traktate über Stärke. Hast du sowas? Leider nicht. Viel Glück da ja, danke, draußen. Danke, tschüss. Hopp. Danke für die Eier. So, bevor wir zu dir kommen, würde ich gerne dieses Zeug gerade mal benutzen. Nämlich 4 Stück Stärkepunkte haben wir bekommen. Geschicklichkeitspunkt und... Du hast Punkte für alle Attribute. Gutes Buch. Fertigkeitspunkte haben wir bekommen. Wir haben jede Menge Stuff bekommen. Attribute. Für die Stärke. 6 Stärkepunkte haben wir. Das könnte uns was bringen. Kauereffektschaden. Kostet 5 Stärkepunkte. Sinkende Gesundheit. Maximale Gesundheit. Ja, das brauche ich. That is what I need. Erhalt von Waffengeschick. Blitzangriff. Erhalt von Waffengeschick. Verbesserter heftiger Sturm. Erhalt von Waffengeschick. Also, wir haben 0 Fertigkeitspunkte und das war's. Hi! Ihr habt es also geschafft. Ich will eines klarstellen. Ich habe kein Interesse daran, gegen euch zu kämpfen. Keine Sorge. Wir haben beschlossen, dir zu trauen. Ich hoffe, man kann ihm trauen. Wenn das so ist, dann lasst uns beginnen. Also, wenn wir das Shogunat wiederbeleben wollen, werden wir sowohl das Wissen des Westens als auch die Stärken Japans brauchen. Das ist der Mittelweg, ja. Aber wir brauchen Rekruten. Sowohl beim Militär, in der Medizin, als auch in den Kampfkünsten. Und da kommt ihr ins Spiel. Hä? Ich habe keine Fragen, doch du sprachst von Medizin? Während wir uns gegen den Westen rüsten, dürfen wir natürlich nicht das Volk vergessen. Ansonsten spielen wir den Feind nur in die Hände. Vor allem die Cholera erfordert unsere Aufmerksamkeit. In Kanda arbeitet ein Experte für westliche Medizin gerade an einem Heilmittel. Oh. Und genau darauf soll er sich konzentrieren. Würdet ihr mit ihm reden und ihn fragen, ob ihr helfen könnt? Aber natürlich. Sind das Nebenmissionen, die wir hier bekommen?
Das frage ich als letztes. Kampfkünste kannst du natürlich uns überlassen. Das weiß ich zu schätzen. Aber ihr beide werdet nicht ausreichen. Wie bitte? Wir werden ein Heer an Schwertkämpfern für einen bevorstehenden Einsatz brauchen. Ryoma, du bist im Hokushin Itoryu geschult, ja? Dann kennst du bestimmt Hachiro Kiyokawa. Ja, wir waren schon oft zusammen im Dojo. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich will, dass du ihn darum bittest, dem Shogunat zu helfen. Er ist wohl gerade im Chiba-Dojo. Ich habe das Gefühl, dir wird er noch am ehesten zuhören. Interessant, auch das wird wahrscheinlich eine Nebenmission. Das Militär hat oberste Priorität. Ich merke, du bist gar nicht so dumm. Tatsächlich haben wir einen französischen Offizier eingeladen, der gerade unsere Truppen nach westlicher Art drillt. Etwa Jules? Momentan befasst sich Admiral Enomoto damit, aber es läuft wohl nicht alles nach Plan. Schade. Geh zum Hansomon-Tor und helft ihm aus. Ich dachte, es ist Jules. Hilfst du mir, jemanden zu finden? Natürlich. Ich habe nicht erwartet, dass deine Dienste umsonst sind. Nach wem suchst du denn? Ja, warte mal ab. Ein Samurai mit einer Dämonenklaue. Können wir beides machen? Ich hoffe. Ich frage erstmal nach Rutherford Alcocks Leibwache. Verstehe. Das wird dauern. Aber ich werde bestimmt etwas herausfinden können. Während ihr euren Auftrag erfüllt, finde ich bestimmt etwas heraus. Wie sagt man im Westen, quid pro quo? Ich verlasse mich darauf, dass ihr uns Verstärkung bringt. Natürlich. Okay, das andere kann man nicht fragen. Wahrscheinlich dieselbe Antwort, oder? Ich habe keine Fragen mehr. Also gut. Mhm. Und bitte, enttäuscht mich nicht. Jawohl. Ich befürchte, ich muss mich nun anderen Belangen zuwenden. Kommt wieder zu mir, wenn ihr meine Bitten erfüllt habt. Würdest du für mich das Militärische übernehmen? Solche Sachen sind nicht gerade meine Stärke. Ach ja? Danke. Keine Angst, ich lade nicht alles auf dich ab. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Nein, er tut das. Er wird alles auf uns abladen. Du wirst sehen. Der faule Sack. Alter, unsere Rüstung sieht krass aus. Mehrere Missionen wurden hinzugefügt. Okay. Finde ich gut. Zum Beispiel hier in 30 Metern. Jemand braucht Unterstützung. War das unsere Perle? War das unser Mädel? Wo war die nochmal? Hier irgendwo, ne? Unsere Katzenlady war das doch, glaube ich. Missionen. Tatort. Okay, wir haben jede Menge Fotos, die wir noch machen können. Fujiokaya Tagebuch, Mumie. Ein Klatschmaul braucht Hilfe dabei, etwas zu finden. Okay, cool. Reise ins Zauberland. Ein Friedenswächter sucht Hilfe. Ein geteiltes Haus? Du hast eine Einladung von Kat zu erhalten. Wie es scheint, möchte er dich etwas fragen. Haben wir das nicht gerade gemacht? Ideal und Wirklichkeit. Das ist unsere Katzenlady. Das ist Prinzessin. Prinzessin Azuko wartet vor dem Anwesen des Shouchou-Clans in Edo auf dich. Anscheinend möchte sie etwas mit dir besprechen. Okay, wir haben hier drei Hauptmissionen. Jene, die führen. Du suchst für Katsus Plan nach fähigen Schwertkämpfern. Zum Wohle des Landes suchst du nach einem Heilmittel für den Cholera-Ausbruch. Und du hast dem Shogunat geholfen, seine Armee aufzubauen, damit es dem Westen standhalten kann. Okay. Wir machen nichts mehr für unsere alte Bande. Das ist komisch. Aber gut, dann ist das so. Wir sind gerade hier. Was können wir denn in der Nähe machen? Das wäre tatsächlich hier ein geteiltes Haus. Let's do it. Wenn ich hier vorbeikomme. Hallo, mein Freund. Lang nicht gesehen. Ja, ja, hey. Hey, oh. Du kommst wie gerufen. Katsu lädt uns zum Essen ein. Er will sich für unsere harte Arbeit bedanken. Wir haben noch nichts gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich einige Fragen an ihn. Was ist? Kommst du auch? Ja, ich hätte schon Hunger. Hat das noch Zeit? Ja, klar. Komm. Großartig. Dann lass uns gehen. Let's go. Was gibt's denn? Ah, da seid ihr ja. Lange nicht gesehen. Und wohin lädst du uns ein, Katsu? Ich bin schon ganz gespannt. Ehrlich gesagt war die Einladung nur ein Vorwand. Ich habe noch eine Bitte an euch.
Können wir beim Essen darüber reden? Nur wenn du ausgibst. Wow, diese Antwortmöglichkeiten. Ja, klar. Danke. Ich werde mich entsprechend revanchieren. Indem du zahlst. Wie wär's mit meinem Stammlokal? Ich war länger nicht dort, so beschäftigt wie wir waren. Die Flotte des Shogunats nimmt endlich Form an. Sogar die Mannschaft sieht langsam vernünftig aus. Der schwerste Teil kommt aber noch. Darum zähle ich in nächster Zeit auf euch. Ja, ich merke das schon. Und doch gibt es viele, die sagen, man könne dem Shogunat nicht trauen. Deshalb auch diese göttlichen Strafen. Schon davon gehört? Göttliche Strafen? Ein paar Dummköpfe bestrafen auf eigene Faust jene, die mit Fremden verkehren. Oh. Sie sollten mal lieber die schwarzen Schiffe versenken, mit denen alles anfing. Tja, was soll ich dir sagen? Aber ich find's gut, dass wir jetzt eine Option bekommen, tatsächlich. Dass wir eben nicht so krass gegen das Shogunat sind und alle umbringen wollen. Was macht ihr denn alle hier? Iso? Ha. Ich wusste nicht, dass du heute im Dienst bist. Deinem Blick nach zu urteilen, weißt du es noch nicht. Auf Ryomas Empfehlung hin habe ich Iso als Leibwache angeheuert. Der wird uns safe verpetzen. Apropos, wo hast du denn gesteckt? Na, da du schon hier bist, kannst du uns ja zum Essen begleiten. Ist das gut, dass er es jetzt weiß? Und was sagst du, Iso? Katsu ist ein Visionär, oder? Bestimmt hast du schon einiges von ihm gelernt. Ah, in der Tat, er ist ein großer Mann. Weißt du, er stammt nicht aus reichem oder adligem Haus. Doch du müsstest lange suchen, um jemanden mit einem so scharfen Verstand und so gutem Urteilsvermögen zu finden. Irgendwas passiert doch gleich. Ich spüre das. Die Stimmung ist komisch. Oh oh. Und doch begegnet er allen Leuten auf Augenhöhe. Sogar niedere Menschen wie mich behandelt er wie gleichgestellt. Oh mein Gott. Ich bin davon überzeugt, dass das Shogunat seinen alten Glanz wiedererlangen würde, sollte er die Führung übernehmen. Was? Hast du den Verstand verloren? Was geht denn jetzt ab? Ryoma, du musst mir helfen. Katsu muss sterben. Und wir müssen uns hier und jetzt kümmern. Du gehst, ich bin, töte ich dich auch. Um unser Land zu retten, müssen wir das Shogunat zu Boden bringen. Ich habe ihn eh nicht gemacht. Scheiß auf ihn. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du hast dich mit dem Shogunat eingelassen. Ich wusste, dass das nicht gut ankommt. Ich wusste es. Okay. Was? Hast du den Verstand verloren? Ryoma, du musst mir helfen. Katsu muss sterben. Und wir müssen uns hier und jetzt darum kümmern. Alter, ist er schnell. Um unser Land zu retten, müssen wir das Shogunat zu Boden bringen. Los! Warum tust du das, Iso? Wenn ich dachte, Katsu kennenzulernen, würde dir die Augen öffnen. Deine Methode bringt uns nicht weiter. Das ist pure Zeitverschwendung. Mein Weg ist die einzige Möglichkeit. Mandas? Du hast Meister Sho ins Vermächtnis mit Füßen getreten. Eieiei. Du solltest lieber beten, dass wir uns nie wieder über den Weg laufen. Ihr Hunde des Shogunats. Es war so klar, dass es nach hinten losgeht alles. Wieso bringen wir den nicht einfach um? Da verschwindet er. Er war hart. Ein harter Kampf. Ryoma, es tut mir leid, aber Iso ist nicht mehr zu helfen. Er sieht alles nur noch schwarz-weiß. Weil ein paar Beamte das Leid des Volkes zu verantworten haben, denkt er,
Es würde alles lösen, wenn nur die Machthaber getötet werden. Ja. Also alles genau wie während unserer Zeit in Yokohama. Ich habe vermutet, dass Iso sich früher oder später gegen mich stellen wird. Ich nahm an, dass nur noch Ryoma zu ihm durchdringen könnte. Wohl nicht. Bist du deshalb überhaupt erst auf Ryoma zugegangen? Warum sagst du das erst jetzt? Wir sollten das für dich regeln? Ja, warum sagst du das erst jetzt? Iso ist sehr misstrauisch. Nur ein falsches Wort von Ryoma oder dir und er wäre sofort verschwunden. Dessen war ich mir sicher. Das gemeinsame Essen müssen wir verschieben. Ich mache es aber wieder gut. Versprochen. Junge, ich bin hungrig. Ich habe extra nichts gegessen den ganzen Tag. Iso hat Meister Shoins Lehren missverstanden. Ich dachte, wenn er mit Katsu redet, sieht er seinen Fehler ein. Meister Shoin war im Irrtum. Iso hat recht. Nein, hat er nicht. Du hast es versucht, ja. Du schaffst es immer, mich aufzubauen. Aber ich kann die Augen nicht einfach verschließen. Wir müssen etwas gegen Iso unternehmen. Oh ja. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird zu viel Blut vergossen. Wir hätten gerade was unternehmen können, als er am Boden lag vor uns. Ein geteiltes Haus, ja. Pistolenkreisel, enthaltene Geste. Oh, wir sind jetzt unzertrennlich mit Ryoma. Finde ich gut. Finde ich gut, weil ihn mag ich wirklich mit am meisten. Du wirst in der Residenz des Shoshu-Clans erwartet. Okay, das ist nicht gut. Hui. welche ist das? Nein, nein. Ist das keine Mission? Keine Mission. Wir gucken uns mal um. Also, die nächste Hauptmission ist hier. Begib dich zum Shiba-Dojo. Mhm. Das können wir immer noch nicht machen, weil ich habe keine Ahnung, wo unser Erfinderkollege ist. Er ist einfach verschollen. Oh, hier ist noch eine Kiste, Alter. Eine Schatztruhe. Fuck. Mist. Ja, müssen wir nochmal hin. Vielleicht können wir hier hinreisen. Ja, aber das mache ich noch nicht jetzt. Ich würde gerne in diese Richtung. Oder ist das eine Haupt? Das ist die Hauptmission, ne? Wir machen eine Nebenmission. Wir machen Reise ins Zauberland. Ein Friedenswächter sucht Hilfe. Schau mal, wo ist das denn? Oh, das ist hier im Norden. Da waren wir noch gar nicht. Wir könnten ja mal hier lang. Wir könnten einfach mal in Norden reiten. Machen wir sogar. Komm. Ich will nicht so viel Schnellreisen machen, wenn wir da noch nicht waren überall. So ein bisschen semi-gut. Alter, der Berg im Hintergrund gefällt mir. So, reiten wir doch einfach mal das Stück dahin. Die 1000 Meter, ich bitte dich, das ist doch nichts. Auf dem Weg dahin schauen wir uns links und rechts um und finden bestimmt die ein oder andere interessante Ortschaft. Vielleicht aber auch nicht. Nicht mal ein Banner irgendwo in der Nähe? Nichts. Yotsuya sind wir jetzt. Oh, 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 oh. Das hier scheint ein... Ja. Öffentliche Ordnung. Hier haben wir... Ach, das ist erst das neue Gebiet. Ich dachte, hier wäre schon ein neues Gebiet. Okay, ja. Machen wir das doch. Wer kann mich denn jetzt schon sehen und hören?
Jetzt mischt ihr euch ein, ne? Mist. Das war einer der würdigen Gegner. Ist das der nächste? Ja, das ist der nächste. So, damit wir auch ja alleine. Oh, das ist nicht. Oh mein Gott, der ist auch schwierig. Wow. Wow, 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 wow. Das war ein Flüchtiger. Netter Fight. Da hinten ist noch einer, den wir befreien können. Mach ich das erstmal. Helf mir! Ja, ja. Komm. Hier irgendwo am Rumlaufen. Ja, guck mal. Seht ihr, ne? Nicht schlecht. Wer auch immer du warst, die mit uns da gekämpft hat. Ich habe ihren Namen gar nicht gelesen. Die öffentliche Ordnung wurde wiederhergestellt. Sehr gut. Klasse. So, wir haben aber auch irgendwas gefunden. Irgendeinen Lagerraumschlüssel. Da hinten, da ist das Ding dazu. Hundi, ja. Gib mir, was du hast. No, 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 no. Wobei ich aktuell nicht glaube. Oh, guck mal hier, Lucy. Künstlerisches Auge, das hat sie. Wobei ich nicht glaube, dass wir irgendwas rüstungsmäßig finden werden hier. Aber ja, vielleicht eine neue Waffe. Das wäre ganz nett. Queen Hut und Gewand des Immigranten. Traktat der Intelligenz. Das gefällt mir. So, guck mal, hier haben wir nämlich ein bisschen was. Ja, das können wir alles mitnehmen. 1, 2, 3 und dann ab nach Norden. Achso, ich wollte erstmal die Waffen checken. Wir haben, unsere Waffe hat 416, Alter. Aber eine Doppelklinge haben wir keine bekommen. Ja, die Waffen hier, die kacken alle ab. Das ist ein neuer Bogen, den wir bekommen haben. Zeremonieller Langbogen. Kann schon nicht mehr reden. Ja, das ist leider das Maß aller Dinge. Ich hätte gerne diesen hier behalten. Der sieht echt cool aus. Oh, schade. Aber unsere jetzige Rüstung gefällt mir auch. Voll gut. Bin sehr, sehr zufrieden. Was gibt's denn hier? Ach, hier hätten wir uns anschleichen können auf den fetten Gegner, ne? Auf den fetten Boss. Ja, das müssen wir nicht mehr. Ich hab irgendwas hier an der Brille. Oder am Auge. Oh. Am Auge war's, ja. Schön. Weg ist es. Wir machen uns erstmal auf den Weg Richtung Norden. Und zwar hier lang. Wir befreien das Land oder diese Ortschaft hier, dieses Gebiet.
bevor wir uns weiter aufmachen in den Norden. Was war hier nochmal? Katze gibt's hier gar nicht, ne? Hab ich nicht gesehen. Katze wurde mir nicht angezeigt auf der Map, meine ich. Okay. Ja, das andere Zeug ist alles noch weiter weg. Dann schauen wir uns überhaupt, was machen wir hier mitten im Dschungel? Ach, hier ist ein Geflüchteter, ne? Ein Flüchtling. Hey, du. Bam. Mirutaru Kawamoto. Keine Chance. Absolut no chance. Was hat er hier gemacht? Mitten im Nirgendwo. Der chillt hier einfach auf der Wiese und wir... Wir massakrieren den einfach. Ich frage mich manchmal, wer ist hier eigentlich der Böse in dem Game? Sind das die Geflüchteten, diese Flüchtenden? Oder sind wir das, die immer abmurksen müssen? So, das hier ist ein Banner. Sehr schön, komm her. Vielleicht finden wir noch irgendwas raus. Auf der Map. Du willst mich doch verarschen, Mann. Eine fucking Katze, ey, habe ich übersehen. Ja, okay. Ich hole mir die Katze. Es hilft nichts. Katzen sind wichtig hier, hallo? Unsere Freundin, Mann. Unsere Freundin ist einfach eine Katzenliebhaberin. Ist ja wohl klar, dass wir alle Katzen jagen und fangen. Ich hoffe, das ist euch klar. Kann ich hier hoch? Ich suche wieder die kompliziertesten Aufstiege, obwohl es hier einfach hingeht. So, wir können ja bestimmt hochklettern einfach. Guck mal. Aber weh, das ist so eine Katze, die abhauen möchte. Weil so wirklich leise kann ich hier nicht ankommen. Ha. Alter, unsere Rüstung. Mega, mega gut. Sehr gut. Weißt du, oh ja, das ist ja ganz angenehm. Das ist sehr angenehm. Wobei, was ist... Ninja-Resistent... Ah, ich würde mir das gerne nochmal angucken. Ich dachte, vielleicht ist das ein Bug gewesen oder so. Da konnte man beim letzten Mal keine Kiste finden. Und ich weiß immer noch nicht, wo die sein soll. Aber vielleicht ist sie ja jetzt zu finden. Die müsste hinter dieser Wand sein. Immer noch nicht. Immer noch keine Kiste zu sehen hier. Ich hatte es ja auf dem Dachboden mal versucht. Aber auch von da finden wir nichts, ne? Nee. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Seil fallen lassen. Oh. Cool. Was hat das jetzt gebracht? Wir können jetzt hochklettern. Klasse. Trotzdem weiß ich nicht, wo diese Kiste ist. Schatztruhe, hier. 7 Meter von uns. Die muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht ist sie sogar hier. Ich habe sie einfach nur übersehen. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Ich sehe keine Kiste. Übersehe ich die? Kein Grund für Förmlichkeiten. Ist das hier eine Kiste? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo diese Kiste sein soll. Und wenn das ein Bug ist oder so, das wird mich ja hart abfucken, Mann. Hart abfacken.
I don't know. Hier ist auch nichts. Hier ist keine Kiste zu sehen. Scheiß drauf. Wir holen uns den Schrein. Wir holen uns den Schrein und dann gehe ich weinen. Was soll ich sonst tun? Ich gehe einfach weinen.